Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute werde ich in meine neue Fritteuse gleich beide Kammern verwenden und werde auf die Schnelle mir ein bisschen Pommes machen mit Chicken Nuggets. Und das werden wir erstmal testen und werdet ihr dann selber sehen, wie es das so schnell funktioniert. In linke gebe ich jetzt gefrorene Pommes. In meinem Fall war irgendwo um 400 Gramm. Und hier lege ich die Nuggets. Die sind auch gefroren. Davon sind die ungefähr so 300 Gramm. Lege die auf. Ich kann euch zeigen. So. Und schiebe rein. Jetzt erstmal schalte ich meine Heißluftfritteuse an. Und weil wir jetzt mit beiden Kammern arbeiten, aber jede Kammer hat seine Zeit zum Zubereiten, werde ich jetzt erstmal eine Zone anmachen. Erstmal die Luftfritteuse an und dann Zone 1. Zone 1 ist bei mir Pommes. Steht hier 200 Grad, 20 Minuten. Die Pommes nach laut Tabelle von dieser Heißluftfritteuse wird gebraten bei 195 Grad, ungefähr zwischen 18 und 22 Minuten. Deswegen werden wir jetzt erstmal die Temperatur wechseln auf 195 Grad und wir stellen einfach die mittlere Stufe, 20 Minuten lasse ich. Die Zone 2, das sind die Chicken. Und das wurde hier vorgeschlagen bei 205 Grad, ungefähr zwischen 10 und 15 Minuten. Werden wir jetzt erstmal Zone 2 anklicken, die Temperatur auf 205 ändern und die Zeit ungefähr nehmen wir so 14 Minuten. Dass die beiden Sachen gleichzeitig fertig werden, müssen wir diese beiden Kammern synchronisieren. Dafür brauchen wir nur auf diesen Knopf synchronisieren. Das war's. Und geht es los. Es, vielleicht sieht man, oh mein Gott, es ist so viel Arbeit oder sonst was. Aber weil ich möchte gerne euch erklären, deswegen ist es alles so schön langsam. Wenn man ja selber in die Küche seid, dann wird das alles reingeschmissen, schnell Programm angemacht und los geht es. So, auf die Hälfte von den Zeit kann man das aufmachen, mal schütteln, mal vielleicht Gewürz dazu geben bei Pommes. Das hatte ich in die andere Luftfritteuse kurz vor dem Fertig auch ein bisschen Gewürze drauf gemacht. Kann man auch ganz bisschen Öl sprühen, wenn ihr wollt, aber kein Öl verwendet, welches mit Treibgas. Einfach so ganz normale so Ölflasche, wo kann man das drauf machen. Könnt ihr ruhig machen. Der Pommes wird dann etwas größer. In meinem Fall habe ich jetzt Pommes genommen und da stand auf der Verpackung, dass da ist schon ein bisschen Sonnenblumenöl. Deswegen habe ich jetzt nichts reingemacht. Jetzt werden wir erstmal warten und dann mal schauen, wie es das wird. Hier kann man auch jetzt schon sehen, dass die Seite, die Zeit geht runter, aber dieses Seite steht hold, kalt, die ist noch nicht aktiv. Wenn das die letzte sozusagen 14 Minuten haben wir gegeben, wenn das werden die da sein, wird diese Kammer sich anschalten und dann geht es los. So einfach es ist. Es ist wirklich eine super Erfindung mit dieser Heißluftfritteuse ohne Öl zubereiten. Will gar nichts mehr missen aus meiner Küche. Besonders wenn man so schnell muss sein oder nicht so fettig soll es sein. Ganz ehrlich, die Bulette mache ich jetzt nicht mehr in der Pfanne im Öl. Die schmecken so saftig und so lecker, einfach in Heißluftfritteuse. Okay, wir warten erstmal und dann sehen wir uns die Ergebnis an. So, es ist jetzt fertig, es hat schon gepiepst und jetzt können wir mal natürlich reinschauen, was da alles ist. Wow, schaut mal rein, es sieht doch so toll aus.
Ich habe gesagt, ich muss noch hier vielleicht nachbacken. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Gewürz, aber ich glaube, das ist wirklich nicht nötig. Lieber rausnehmen und auf den Pommes drauf machen. Ich nehme mir aber nur ein paar, euch zu zeigen. Und den Rest lasse ich, dass schön warm bleibt. Wenn zum Beispiel, jetzt sagen wir so, dass zum Beispiel nirgends noch nicht richtig knusprig für uns, können wir nochmal die zweite Zunge anmachen und die bleibt dann einfach so ruhen und die wird dann weitergemacht. Jetzt werden wir einfach aufschneiden und mal probieren. So, probieren wir mal das. Schaut ihr, die Pommes richtig schön knusprig drumherum und wenn wir jetzt sehen, aufbrechen, auch heiß, schaut ihr, richtig schön fluffig und weich. Und dann jetzt Nuggets. Die sind gar, es sieht man richtig schön weiß. Ich probiere es mal. Schön knusprig, wirklich, die sind gar. Muss gar nichts mehr drauf machen. Wenn ihr wolltet, dass es richtig schön knusprig wird, würde ich euch einen Tipp geben. Nehmt ihr einfach ein bisschen Öl, Pinsel und einfach oben ein bisschen bepinseln, dass es nicht zu viel Öl drauf kommt. Und dann wird das alles so schön groß. Dazu gebe ich jetzt mein Zucchini Tomatenketchup und einfach habe ich mir angerührt hier so ein Kräuterjoghurt mit trockene Knoblauch, bisschen Schnittlauch und werde es dazu geben. Und noch was, das werde ich stellen, mein Gurkensalat aus dem Glas. Schmeckt so wunderbar lecker, muss man nicht nachwürzen, muss man nichts was dazu machen, gleich sofort essen. Perfekt, kann nur empfehlen. So, liebe Freunde, Fazit. Einfach schnell. Perfekt, muss man nicht aufpassen, wenn man an die Herz steht und auf die Pfanne muss aufpassen. Reingemacht und fertig. Und kann man schnell servieren, besonders wenn man schnell muss sein. Und diese Fritteuse ist wirklich perfekt auch für 4-5 Personen. Ich könnte sogar hier 6 Personen satt machen. Die ist wirklich sehr groß und praktisch. Für vielleicht 2 Personen ist es unpraktisch, dann lieber die andere, was ich schon habe. Aber wenn ihr seid mehrere Personen, dann lieber diese kaufen. Das würde ich euch gerne empfehlen, weil es wirklich super gerät. Ganz ehrlich, ich bin einfach begeistert. So, liebe Freunde, bei mir ist heute alles. Wir gehen schnell an den Tisch, dass es nicht kalt wird. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren, beim Experimentieren. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir in Kommentar. Wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!